Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ETS2-Video hier auf Alpha Logistik. Heute soll es mal so ein bisschen um das Thema Paymots gehen, weil das, glaube ich, in der Community momentan wieder ein bisschen hochkocht, würde ich es mal vorsichtig formulieren. Und wenn es schon um das Thema geht, fahren wir natürlich auch direkt einen Paymod. Wir fahren einen Scania Air von Fred. Link dazu, wo ihr euch den kaufen könnt, in der Videobeschreibung. Der hat mal 25 Euro gekostet. Ich glaube, mittlerweile kostet er 30, bin mir da aber nicht ganz sicher. In naher Zukunft soll da aber auch noch ein großes Update kommen. Wie gesagt, Link packe ich unten rein. Und ja, wir fahren heute so ein bisschen durch Polen, 144 Kilometer. Ich glaube, wir sind sogar genau in der Stadt schon mal losgefahren. Das war aber mit dem Mercedes SK. Ich glaube, wir sind tatsächlich sogar 1 zu 1 die Strecke schon mal gefahren. Egal, darum soll es ja heute auch gar nicht gehen. Und zwar geht es heute so ein bisschen um das Thema Paymods. Ich merke so ein bisschen anhand von verschiedenen Foren, Discord-Servern, aber auch in meinen Insta-DMs tatsächlich, dass das Thema wieder ein bisschen hochkocht. Aber auch anhand von YouTube-Videos, die teilweise YouTuber machen. Momentan werden irgendwie wieder relativ viele Paymods auf YouTube gezeigt. Zumindest von den einschlägigen internationalen Kanälen, ne? Und das Problem dabei ist, oder was heißt das Problem? Aber dadurch, dass so viele Paymods gezeigt werden, werden viele Leute auf das Thema aufmerksam, fangen viele Leute an, über das Thema Paymods zu reden. Und wenn man dann selbst mal einen Paymod fährt, dann kriegt man auch hier und da schon mal eine PN, wo dann steht, ja, warum fährst du denn einen Paymod? Wie kannst du sowas nur unterstützen? Bliblabla. Und deswegen dachte ich einfach, reden wir doch mal drüber. Haben wir eigentlich schon mal gemacht, aber das ist schon ein bisschen her. Und ich glaube, ich kann mal meine Meinung so ein bisschen klarer positionieren. Und grundsätzlich bin ich eigentlich immer mit der Einstellung rangegangen oder gehe auch teilweise nach wie vor mit der Einstellung ran, dass ich jetzt kein riesengroßer Freund von Paymods bin, weil ich einfach finde, dass, also man muss halt ein bisschen differenzieren. Wenn ich das Wort Paymod höre, denke ich meistens an qualitativ okay, aber auch nicht überdurchschnittlich gut umgesetzte Trucks oder Trailer oder was auch immer. Und an Truck, die zum einen nicht besonders umfangreich sind, zum anderen qualitativ gut, aber halt nicht wirklich sehr gut oder besonders oder sonst irgendwas sind. Und zum dritten denke ich bei Paymods auch immer an Mods mit wenig Umfang, habe ich schon gesagt. Ne, ich bin ein bisschen durch, aber ich meine, die nicht mehr geupdatet werden. Ne? Also wenig Umfang, nicht mehr geupdatet werden und qualitativ eher der Durchschnitt und nichts Außergewöhnliches. Und das ist aber nicht die Regel. Das sehen wir jetzt zum Beispiel hier schon an dem Scania R von Fred, den wir hier fahren. Habe ich auch ein kleines Vorstellungsvideo zu gemacht, wo ich zwar bei weitem nicht alles erwähnt habe, was man an dem Truck machen kann, weil es einfach den Rahmen sprengen würde, aber ich habe das meiste oder sagen wir mal zumindest viel erwähnt. Und dementsprechend könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Das ist eines der erfolgreichsten Videos auf dem Kanal. Einfach mal unter beliebte Videos gucken auf der Startseite. Oder wenn ich dran denke, packe ich auch einen Link in die Beschreibung. Es gibt, und das ist halt so ein bisschen der Motto, das bei mir ausgelöst hat, dass ich so ein bisschen umgedacht habe und gesagt habe, ey, es gibt ja auch gute Paymods. Weil man sollte nicht immer alles schwarz-weiß sehen. Es gibt nämlich tatsächlich auch gute Paymods und es gibt auch schlechte Paymods. Und nicht alle Paymods sind schlecht. Muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob er für einen Paymod Geld ausgibt, das sowieso. Aber, oder ob er bereit ist, für einen Mod Geld auszugeben, so rum. Aber man muss halt einfach mal ein bisschen differenzieren und auch mal hingehen und sagen, ey, der Paymod, der ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und konkret, wie gesagt, ist mir das so durch den Scania R hier von Fred bewusst geworden, weil man sich den damals halt für 25 Euro geholt hat oder mittlerweile 30. Und man hat dafür ordentlich was. Viele Leute behaupten immer, dass hier, den wir hier fahren, der Scania, sei der SCS Scania mit ein paar mehr Anbauteilen. Das stimmt so meiner Meinung nach nicht. Ich habe mir die Blender-Dateien, wobei die werden wahrscheinlich sowieso gelockt sein. Also ich habe mir das Ding nicht selbst im Blender angeschaut und auch nicht mit dem Scania von SCS verglichen. Aber ich finde, man sieht in-game schon, dass der Truck, den wir hier fahren, wenig bis gar keine Komponenten mit dem SCS Scania gemeinsam hat.
Allerhöchstens noch dieses Infodisplay, was ich gerade durchschalte, aber selbst da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich der Meinung, dass von SCS ist ein bisschen anders texturiert. Also das ist dann tatsächlich ein eigenes Modell und ein, sagen wir mal, Neubau. Und der hat, so viel ich weiß, mit dem SCS Scania nichts zu tun. Und das wollte ich halt einfach nochmal klarstellen. Und das ist halt einfach ein Mod. Wenn ihr mal in meinen Vorstellungsvideo dazu reinschaut, das ist ein Mod mit extrem vielen Konfigurationsmöglichkeiten. Mit sowohl außen als auch innen. Man hat hier tausend Möglichkeiten, sich irgendwas zu basteln. Man hat einige Skins dabei und auch einige, ich sag mal, vorgefertigte Konfigurationen im Scania-Händler von realen Speditionen. Und auch was Skins angeht, welche von realen Speditionen, aber auch so Sachen wie zum Beispiel die Black Amber Edition oder sowas. Ich glaube, sie heißt Black Amber Edition. Sind wir auf jeden Fall auch schon mal gefahren. Das heißt, ja, warum fahren wir denn? Ja, genau, weil hier 60 ist, fahren wir so langsam. Das heißt, der Mod ist, was den Umfang angeht, echt spitze. Und er ist auch, was die Qualität angeht, echt spitze. Wenn ihr euch das mal anschaut, die Texturen und auch, dass einfach alles ausmodelliert ist und dass dann alles gedacht wurde. Ich meine, ich habe mir hier ein Tablet montiert und habe da unten einfach ein Kabel und eine USB-Steckdose. Das ist doch, also ich meine, ne, mir fällt jetzt so spontan auf die Schnelle kein Mod ein. Zumindest im kostenlosen Bereich. Paymods kenne ich nicht alle, aber im kostenlosen Bereich fällt mir ehrlich gesagt kein Mod ein, der dieselbe Qualität und denselben Umfang bietet. Das heißt, wir haben hier schon mal einen Mod, der sich qualitativ von der Masse abhebt. Und das ist ja eine der Sachen, die finde ich bei einem Paymod sehr wichtig sind, habe ich ja auch eben nochmal betont. Und was noch sehr wichtig ist, ist, also der Mod ist qualitativ sehr gut und hat einen sehr guten Umfang, sehr großen Umfang, sehr guten Umfang. Was aber noch dazu kommt, zusätzlich ist, dass der Mod, also man hat bei Paymods natürlich immer die Sorge, dass die irgendwann einfach nicht mehr geupdatet werden. Und es ist auch bei diesem Paymod nicht unmöglich, dass sowas irgendwann mal passiert. Das könnte natürlich sein. Aber man muss dazu sagen, dass Fred, der diesen Mod erstellt hat, den schon länger baut, also beziehungsweise den schon länger zur Verfügung stellt auf der Gumroad, ich glaube, es heißt Gumroad, ne? Oder Patreon? Ne, ja, Gumroad, glaube ich, ne? Auf jeden Fall stellt er den Mod länger schon zur Verfügung und der Mod wurde auch schon einige Male geupdatet. Und wenn man mal auf den Discord von Fred schaut, dann merkt man, dass es ein ganzes Admin-Team gibt. Und ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde mal behaupten, wenn Fred selbst irgendwann sagen würde, dass er keine Lust mehr hat, keine Zeit mehr hat, irgendwas an dem Mod zu machen, dass das dann irgendjemand anders aus seinem Team quasi übernehmen würde. Es ist natürlich keine Garantie und das sind auch keine Informationen, die ich offiziell vom Entwickler habe oder sonst irgendwas. Das ist nur so mein Gefühl, aber ich habe bei diesem Mod halt auch einfach ein gutes Gefühl. Genauso wie ich ein gutes Gefühl habe bei dem MAN-TGX Euro, ja doch Euro 6 von Mazda. Auch da habe ich ein gutes Gefühl. Auch der ist qualitativ und vom Umfang her sehr, sehr gut. Nicht ganz so gut wie der Scania hier, muss man dazu sagen, aber auch schon sehr gut. Das ist halt einfach so, ne? Auch würde ich sogar behaupten, über dem Durchschnitt. Und auch da habe ich das Gefühl, dass der Mod definitiv noch länger geupdatet wird und dass man sich da auf Mazda ein Stück weit, ich sag mal, verlassen kann, weil der ja auch schon länger in der ETS 2 Community aktiv ist. Ich sag nur mal TGA, TGS und so weiter und so fort. Und ich mag es nicht, wenn sich Leute hinstellen und sagen, Paymods sind doch immer scheiße und ich mag keine Paymods und ich fahre niemals Paymods. Und dann schaust du auf deren Instagram oder auf deren YouTube-Kanal oder meinetwegen auch auf deren Steam-Profil und dann siehst du da Screenshots von Paymods. Und dann denke ich mir halt so, ja, du scheißt andere Leute an, weil sie Paymods fahren und du würdest ja nie Geld dafür ausgeben, aber machst es dann im Endeffekt selbst. Oder noch schlimmer, crackst oder holst dir die Paymods dann illegal. Weil Paymods illegal zu holen, ist, finde ich, auch so eine Sache, die man eher nicht tun sollte. Aus folgendem Grund. Wenn man einen Paymod nicht unterstützen möchte, dann muss man ihn sich nicht kaufen. Aber man sollte ihn sich auch nicht runterladen, wenn er geleakt wird. Einfach weil es keinen Sinn macht, weil man ja damit im Endeffekt auch dem Entwickler des Paymods schadet. Und wenn man den Mod haben möchte, kann man ihn sich ja auch kaufen und muss dann nicht irgendwelche illegal hochgeladenen Versionen des Mods runterladen.
Das ist aber natürlich auch nur meine Meinung, wenn ihr das anders seht, gerne unten rein. Ich denke aber einfach, dass die Community beim Thema Paymods an vielen Ecken und Enden ein bisschen die ganze Thematik zu eng sieht, weil es ist halt auch einfach ein Unterschied, ob ein Modder einen Truck als Paymod anbietet, den es schon im Spiel gibt, wie zum Beispiel den Scania hier oder auch den MAN von Madstar, und einfach eine bessere Version davon quasi, ich nenne es mal, auf den Markt bringt und eine umfangreichere Version, oder ob der Modder einen komplett neuen Truck nimmt, den es noch nicht im Spiel gab, und dann dafür Geld verlangt. Das finde ich dann ein bisschen verwerflicher, weil da ja wirklich ne, keine Lizenzen, kein gar nichts vorhanden sind. Bei diesem Mod hier natürlich auch nicht, aber bei diesem Mod kann man wenigstens noch sagen, okay, das Grundmodell von dem Scania ist ja wenigstens im Spiel. Das heißt, das Grundmodell von dem Scania, also jetzt nicht das Grundmodell von dem Mod, aber halt der gleiche LKW, das gleiche Vorbildfahrzeug ist ja schon im Spiel und wurde ja schon für das Spiel lizenziert und da hat SCS ja quasi schon Lizenzgebühren bezahlt. Und auf der anderen Seite finde ich es halt dann schon wieder eher kritisch, wenn man zum Beispiel jetzt einen MAN TGX Euro 6 nimmt, nicht Euro 6, den neuen TGX nimmt, den dann als Paymod raushaut, während SCS da riesengroße Probleme hat, überhaupt die Lizenzen ranzukarren. Das ist aber auch so eine Sache, das ist, glaube ich, etwas, wo mir viele widersprechen werden und wo viele sagen werden, aber im Gegenteil, ich gebe doch lieber Geld für einen Mod aus, wo es noch nicht eine SCS-Version des Trucks im Spiel gibt, einfach um mal was komplett Neues zu haben. Die Argumentation sehe ich, verstehe ich auch, aber ich sehe das halt ein bisschen anders und das soll es auch zum Thema Paymods erstmal wieder gewesen sein. Es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir drüber sprechen. Aber wenn ihr da noch Vorschläge habt, was man noch ansprechen könnte, zu diesem Thema Paymods oder wenn ihr Fragen habt oder. Ich würde definitiv auch den Fritz Scania irgendwann nochmal vorstellen. Da ist ja momentan, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, der Scania von Fritz wird auch regelmäßig geupdatet und mit neuem Content gefüttert, weshalb der jetzt mittlerweile auch teurer ist. Weil die Version, die ihr jetzt bekommen könnt, viel mehr Umfang bietet als die Version, die ihr früher mal bekommen habt. Oder beziehungsweise, ich weiß noch gar nicht, ob es das Update schon gibt, das müsste ich mal schauen. Es ist auf jeden Fall ein großes Update im Bau und ich weiß nicht, ob es das schon gibt oder ob das irgendwann in nächster Zeit kommt. Auf jeden Fall habe ich mitbekommen, dass da ein größeres Update in Arbeit ist. Und wenn der Umfang steigt, dann steigt eben auch der Preis. Leute, die sich den Mod einmal geholt haben, können natürlich auch die aktuelleren Versionen, so viel ich weiß, weiter runterladen. Das ist gar kein Problem. Und ihr braucht euch den also nicht für jede Version neu zu kaufen. Das ist natürlich Schwachsinn. Und bevor ich jetzt tatsächlich einparke und die letzten Meter rückwärts fahre, würde ich gerne noch auf eine Kleinigkeit eingehen. Und zwar darauf, wie detailreich dieser Mod einfach erstellt wurde. Denn die Fensterheber, die sind animiert. Also die Taster für die Fensterheber. Logisch. So, und jetzt merkt euch mal die Position, wo der Fensterheber ist, wenn ich jetzt versuche, ihn hochzumachen. Da geht der Kippschalter nur so ein bisschen runter. Und wenn ich ihn jetzt runter mache, dann geht der Kippschalter komplett runter. Also man hat hier wirklich zwei Animationen gemacht, obwohl beim Scania dieser Kippschalter sowohl fürs Hoch als auch fürs Runtermachen in dieselbe Richtung quasi gekippt wird, nur halt in zwei verschiedenen Stufen. Und man hat sich hier trotzdem die Mühe gemacht und zwei Animationen dafür erstellt. Ich weiß nicht, ob das beim SCS-Scania auch so ist. Das ist auch kein Vergleich zum SCS-Scania. Diese Anmerkung, sondern einfach nur eine Anmerkung, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie detailreich dieser Mod umgesetzt ist. Aber wie gesagt, dazu gibt es auch noch ein Video, was sich nur mit dem Mod und mit den Konfigurationsmöglichkeiten befasst, genauso wie zum MAN TGX von Madstar. Da einfach mal schauen. Ich glaube, ich habe eine Mod-Playlist, ETS2 Mods, das war noch zu 1.40 Zeiten, da einfach mal gucken. Und dann würde ich sagen, fahre ich mal die letzten paar Meter zurück, parkt die Kiste hier ein und bedanke mich bei euch fürs dabei sein und wünsche euch noch einen wunderschönen Freitag? Ne, Donnerstag kommt das hier wahrscheinlich. Einen wunderschönen Donnerstag, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.